Heute gibt es ein extrem wichtiges Video für meinen Kanal, denn heute sage ich euch meine 100% ehrliche Meinung zu Brawl Stars. Wir schauen uns die letzten 12 Monate an, von der Entfernung der Megaboxen bis hin zum neuesten Update, was in 2024 kommt, dass der Brawl Pass nicht mehr Free-to-Play zu kaufen ist. Was ich davon halte, was die Hintergründe sind und was ihr alles wissen müsst, gibt es im heutigen Video. Viel Spaß! Wir starten am 1. Dezember 2022 und aus dem Nichts kam wohl die krasseste Ankündigung aller Zeiten in Brawl Stars, und zwar, dass die Megaboxen oder alle Boxen, also auch die Brawl-Boxen und Big-Boxen, aus dem Spiel entfernt werden. Wir haben zwar noch die Omega-Box bekommen, aber das war halt nur so ein kurzer Ersatz. Und danach kamen eben die Credits ins Spiel. Und jetzt ist die Frage, was halte ich davon? Und was wird auch in Zukunft noch passieren? Die Begründung, dass die Boxen entfernt wurden, sind relativ leicht. Wir sehen hier zum einen die Powerpunkte. Die werden immer random einfach an irgendwelche Brawler vergeben. Das heißt, man konnte da eben einfach nicht selber bestimmen, welcher Brawler jetzt die Powerpunkte bekommen soll, sondern eben Rosa. Und auch die Brawler, die gezogen wurden, konnte man eben auch nicht bestimmen. Es kann sein, dass ihr einfach mal einen Crow oder einen Leon zieht, also einen legendären, oder eben Max, wie ihr gesehen habt, aber eben auch eine Jackie hier zum Beispiel, einen super selten oder was auch immer. Aber ihr konntet eben nicht planen und nicht wissen, was eben als nächstes kommt. Genauso haben wir hier gerade eben auch ein Gadget gesehen. Und deshalb kam eine Woche später dann die Ankündigung im Brawl Talk, dass der Starpfad eingeführt wird. Alle Boxen sind weg, dafür haben wir eben in Zukunft Credits. Und auch im kompletten Pass haben wir eben nur noch Credits. So, der Vorteil, den wir jetzt haben, ist relativ einfach. Wir können jetzt eben sehen, welcher Brawler einfach als nächstes kommt, wie in dem Fall zum Beispiel Ems, und können jetzt so eben genauestens planen und eben schauen, welchen Brawler wir freischalten möchten. Und noch besser, wir können hier sogar selber einfach auswählen, welche Brawler wir teilweise als nächstes auswählen wollen. Hier zum Beispiel die Auswahl zwischen Dynamike, Tick oder Karl. Finde ich eigentlich geil. Also das erstmal muss man wirklich sagen, ist von der Idee schon mal eigentlich super. Das heißt, man ist eben nicht mehr abhängig von Zufällen, weil zum Beispiel habe ich 1,5 Jahre lang nicht mal einen legendären Brawler auf dem Free-to-Play-Account gezogen. Und hier, guck mal, jetzt kann ich einfach rüberscrollen. So, zack, hier kriege ich Mortis, weiß ich schon, oder auch einen anderen. Je nachdem, kriegt noch einen 50% Credits-Rabatt auf den ersten übrigens. Und hier, weiß ich, werde ich meinen ersten legendären Brawler kriegen und genau eben darauf hinplanen. Und das finde ich persönlich eigentlich von der Idee schon mal ziemlich geil. Aber das Problem dabei ist nämlich einfach, dass die Megaboxen einfach unfassbar geil waren und unfassbar spannend waren. Vor allem fand ich halt übel geil, wenn man aus einer Box vielleicht blinkende 2 oder 3 oder 4 hatte und gleich, wie jetzt in dem Fall, ja gut, man hat auch manchmal Pech gehabt, hat sich aufgeregt, 2 Gadgets bekommen hat. Oder es gab ja sogar eine blinkende 6, dass man 6 Gegenstände auf einmal aus einer Box ziehen kann. Und das war einfach unfassbar aufregend, dass die nächste Megabox einfach die Box sein könnte, aus der vielleicht sogar 2 legendäre Brawler kommen. Klar, ist es vielleicht weltweit nur ganz wenig passiert, aber es ist eben möglich und das macht es eben einfach spannend. Und mit den Credits ist das Ganze eben einfach fairer, aber man muss wirklich ehrlicherweise sagen, es ist nicht mehr so spannend. Es ist langweiliger und irgendwie geht es eben einfach natürlich in dem Spiel auch darum, dass ein Spiel halt auch einfach aufregend ist. Und so wurden am 24. Juni zum ersten Mal Star Drops ins Spiel eingeführt. Und hier muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, das ist wirklich super Idee. Ne, man kann Stardrops kriegen von selten bis hin zu Legendary. Problem bei den Stardrops ist eher, sie sind etwas schlechter als Megaboxen, würde ich sagen, insgesamt. Ne? Wenn man einen legendären Stardrop kriegt, entspricht er wahrscheinlich sogar 2-3 Megaboxen. Also ist sogar ziemlich krass. Man hat schon gute Chancen. Problem ist aber vor allem, finde ich persönlich, dass man eben relativ wenige Stardrops im Verhältnis zu den Megaboxen früher bekommen hat. Und natürlich auch, dass man eben vielleicht nur einen Gegenstand ziehen kann. Ich fand es eben gerade cool, dass man eben 2 oder 3 auch mal ziehen konnte, auch wenn es eben selten war. Trotzdem, Stardrops haben wirklich eine Menge Hype ins Spiel zurückgebracht und das, finde ich, kombiniert super. Zum einen eben, dass man planen kann mit den Credits und zum anderen eben, dass man diesen Effekt hat, diesen Überraschungseffekt einfach, der es eben so aufregend macht. Und das ist schon mal ziemlich, ziemlich geil. Mit dem neuesten Update in 2024 wissen wir nämlich jetzt sogar, dass sie das Ganze erweitern werden, dass Stardrops eben so ein großer Erfolg sind, werden in den Pass tatsächlich 30 Stardrops nochmal extra reinkommen. Plus ein legendärer Stardrop, jede Season gratis. Das heißt, sie haben eben, wie gesagt, diese geile Mischung. Und die kritische Frage, die man an der Stelle nun mal leider stellen muss, die ich auch mir stelle, ist natürlich, warum hat man nicht einfach die Megaboxen behalten? Das ist halt wirklich das Einzige, was man wirklich so ein bisschen kritisieren muss an der Stelle. Denn die Megaboxen sind doch eigentlich genau das, was die Stardrops doch jetzt auch wieder sind. Ne? Also halt irgendwas Randommäßiges, bei dem man auch Brawler oder sonst irgendwas bekommen kann. Und die Antwort, warum sie eben nicht die Megaboxen zurückgebracht haben, ist eigentlich wieder ziemlich offensichtlich. Das Problem ist eben, die Megaboxen haben alles ausgemacht. Das heißt, es gab eben keine Credits, sondern eben nur Megaboxen. Und man muss ja es irgendwie aufteilen. Das heißt, in Zukunft wird der Fortschritt eben zu 70, 80% von Credits abhängen, aber eben nur zu 20% ungefähr
Das ist so eine grobe Schätzung von mir, aus Stardrops. Und hier sehen wir es eben. Früher haben eben vor allem auch alle Powerpunkte abgehangen von den Stardrops, von den Megaboxen. Oder eben auch zu 100%, ob ihr Brawler freischalten könnt. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, ich finde es eigentlich gut gelöst. Ich finde die Richtung, die sie gehen, ist super. Sie führen Stardrops ein. Sie führen immer mehr Stardrops ein und haben sogar inzwischen im Pass direkt die Stardrops drin. Frage ist nur wirklich, kann man nicht einfach ein paar Megaboxen noch einführen? Ich denke, das werden sie übrigens nicht machen, weil den Schritt, dann sie einmal die Boxen entfernen und dann wieder so ein paar zurückbringen, wäre halt irgendwie ein bisschen seltsam. Deswegen lieber halt die Startups wahrscheinlich, dass es eben einfach eine neue Richtung geht. Und so freue ich mich eigentlich wirklich in dem ersten Punkt schon mal in Zukunft auf immer mehr Startups, die eben, ja, wieder eine Menge Aufregung reinbringen. Ich meine, allein die 30 Startups im Pass sind schon eine ganze Menge und im Pass wird es jeden Monat geben. Also hat man im Schnitt nochmal einen Startup extra, nochmal einen legendären Startup sicher jeden Monat. Und das ist schon ziemlich geil. Die Stardrops werden vielleicht auch noch verbessert werden. Nicht zu vergessen, wir können Gadgets, Star Powers, Gears und natürlich Hyperladung einfach direkt im Shop kaufen. Und das ist nochmal ziemlich krass, denn früher haben wir die alle ziehen müssen und jetzt können wir die einfach für den Brawler auswählen, für den wir sie möchten. Und ich sag ehrlich, ich finde das super, weil ansonsten hätte ich früher immer ewig auf die passende Star Power, das passende Gadget warten müssen und hätte den Brawler auch nie aufleveln können, weil die Powerpunkte gar nicht dafür reingekommen wären. Und das ist doch jetzt viel besser, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, es ist doch wirklich viel, viel besser als das alte System. Finde ich persönlich wirklich. Dazu haben wir jetzt gerade zum ersten Mal das Megaschwein-Event, das eigentlich eine XXL-Megabox ist. Denn in diesem Megaschwein sind ja bis zu 20 Stardrops drin. Und das bedeutet, wir können eben mit einem einzigen Opening praktisch extrem viele Brawler ziehen. Ich meine, theoretisch 20 Stück. Theoretisch zumindest. Aber das finde ich eine geile Lösung. Das finde ich wirklich geil gelöst. Das heißt, da haben wir sogar nochmal eine krassere Megabox drin. Also ich bin da wirklich zufrieden. Ein großer Punkt muss ich aber wirklich kritisieren. Und das ist für mich der Trophäenpfad. Das finde ich absolut nicht gut gelöst. Da wird mich auch mal eure Meinung mal sehr interessieren. Aber Alter, da waren früher überall Brawler, die man ziehen konnte. Das finde ich halt viel spannender als Credits. Und ja, ich verstehe halt schon den Hintergrundgedanken, ne? Ich meine, Problem ist zum Beispiel, bei 10.000 Trophäen hat es früher Stu gegeben. Das heißt, wenn ich jetzt nicht hierher komme, dann werde ich halt auch nicht Stu kriegen als Anfangsspieler, ne? Oder als Anfänger. Das verstehe ich schon, aber ich meine, 10.000 Trophäen ist eigentlich gut machbar, wenn man wirklich sehr aktiv spielt und den Brawler wirklich möchte. Und ich meine, auch die meisten legendären oder mythischen wird man als Anfänger eh nicht ziehen. Zumindest erstmal nicht ziehen. Dann kann man auch 10.000 Trophäen pushen. Ich will die Trophäen bei Brawler unbedingt zurück und finde den Trophäenpfad auch nicht interessant, aber da soll was in Zukunft geben, soll auch was in Zukunft kommen. Ich hoffe, sie bringen die vielleicht zurück, aber dazu mehr, will ich jetzt noch nicht spoilern in den nächsten Videos. Da wurde schon was angekündigt, nämlich. Okay, als nächstes kommen wir wahrscheinlich zum spannendsten Thema heute. Muss man, glaube ich, nicht groß drum rumreden. Wir haben den Brawl Pass. Und das ist die krasseste Änderung, muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich eine Änderung, an die man sich erstmal gewöhnen muss, denn der Brawl Pass kostet ja in Zukunft keine Gems mehr. Man wird diesen Brawl Pass hier links eben nicht mehr für 169 Gems kaufen können, sondern ich glaube umgerechnet für so, ich glaube 7 Euro wird er wahrscheinlich kosten, da in Clash Royale und Clash of Clans zumindest die Pässe auch so 7 Euro kosten. Und das ist halt krass, ne? Weil bisher hat man ja jeden zweiten Pass eben Free-to-Play kaufen können, also komplett ohne Geld. Und da ist natürlich jetzt die große Frage, was halte ich vom neuen Passsystem erstmal? Also zuerst bekommen ja alle Spieler, also egal ob Free-to-Play oder Pay-to-Win, mehr Ressourcen und mehr insgesamt, auch mehr Credits und so weiter. Das finde ich schon mal ziemlich geil. Das bedeutet, auch wenn ihr Free-to-Play seid und bisher den Pass kaufen konntet, bekommt ihr ab jetzt trotzdem mehr. Das ist schon mal geil. Das muss man einfach schon mal wirklich sagen. Das ist wirklich, kann man nichts sagen, ist geil. Aber ich wollte sogar letztens, ich will eigentlich immer noch einen Free-to-Play-Account starten. Und habe auch selber schon viel Free-to-Play gespielt. Und ich würde normalerweise auch nicht so viel Geld in den Games ausgeben, wenn ich kein YouTube machen würde. Und ich weiß einfach, wie unfassbar geil es einfach war, diesen Brawl Pass zu kaufen. Und das fehlt sehr krass im Spiel. Das muss man auch gar nicht, da muss man nicht drum rumreden, das weiß jeder. Ich meine, überleg mal, jetzt hier Free-to-Play diese Gems gespart zu haben und dann diesen Stufe 30 Brawler abzuholen, die ganzen Stufen und am Ende noch so einen geilen Skin vielleicht mitzunehmen, aber vor allem natürlich den Brawler, das hat für viele Spieler, gerade natürlich, die kein Geld ausgegeben haben, Brawl Pass auch irgendwie ausgemacht. Ähnlich wie die Megaboxen. Ich denke, es ist ein ähnlicher Vergleich auf jeden Fall. Deswegen, ja, was ist der Hintergrundgedanke? Wieso machen sie das? Ich meine, keiner fragt doch, dass bitte jetzt der Brawl Pass Geld kosten soll. Dafür schauen wir uns hier das Interesse an Brawl Pass an. Das spiegelt ungefähr die Nutzungszahlen wieder, also wie viele gerade eben Brawl Pass gespielt haben. Ja, und wir sehen hier so 2018, 19 war es ziemlich ordentlich. Wir wollen es hier mal kurz zusammenfassen. Ihr kennt es vielleicht, 2020 war so weltweit ziemlicher Peak und vor allem 2021 war es nochmal absolut krass. Wer sich erinnern kann, da kam Stu raus, Bass kam raus, Trophäenpfad auf 10.000. War halt krass mit Stu vor allem. Und danach eben hier mit Power 11 ging es ziemlich krass runter. Ja, immer weiter relativ stagnierend und eben jetzt hier, ja, so ungefähr bis heute. Jetzt hier sogar wieder gerade ein bisschen höher. Aber wir sehen eben, wir sind ungefähr so
bei der Hälfte, würde ich sagen. Also ungefähr bei der Hälfte, vielleicht ein bisschen drunter von dem, wo Browsers mal gestanden war. So, und dafür gehen wir jetzt am besten mal in den Shop, denn die große Frage ist natürlich... Oh, ich habe schon... Boah, Junge, was sind da für geile... Was ist denn da? Was ist das denn? Egal, darum soll es eigentlich gerade nicht gehen, aber die Angebote sind absolut geil. Und da sind wir eigentlich schon bei der richtigen Frage, denn die Frage ist, wie verdient Browsers Geld? Und wir dürfen nicht vergessen, am Ende ist natürlich Supercell hinten dran eben immer noch eine Firma, die natürlich Gewinne machen muss und auch Mitarbeiter bezahlen muss und so weiter und so fort. Und Clash of Clans, vor allem Clash of Clans, macht unfassbar hohe Gewinne, hat die höchste Spielerzahlen weltweit mit Abstand. Und alleine Clash of Clans macht mehr Umsatz als Brawl Stars und Clash Royale, also als die anderen beiden Spiele zusammen. Das bedeutet, der Hintergrundgedanke ist ganz einfach, Brawl Stars muss überleben. Brawl Stars muss Umsätze machen und halt Geld verdienen, damit natürlich dieses Spiel weiterhin entwickelt werden kann und Supercell sich nicht eben auf andere Spiele konzentriert oder Brawl Stars eben einfach gelöscht wird, worauf wir alle gar keinen Bock haben. Und da wir jetzt hier im Shop eben schon mal keine Megaboxen finden, ist eben die Frage, oh, an der Stelle, wenn ihr mich supporten wollt, natürlich Creator Code Jonas, ist natürlich die Frage, wie Supercell Geld verdienen will. Und zum einen sehen wir es aktuell auch schon mal ziemlich krass, indem wir krasse Skins haben, die immer krass gepusht werden mit absolut geilen Paketen und so weiter und so fort, mythischen Sachen und so weiter. Das reicht natürlich nicht aus, weil die meisten eben natürlich nicht so krasse, teure Skin-Pakete kaufen, sondern nur die absolute Fanbase sowas kauft. Und deswegen ist eben der leichteste Gedanke, eben diesen Brawl Pass auf 7 Euro zu erhöhen. Und das ist natürlich sehr krass, das muss ich wirklich sagen. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, also der Gedanke hinten dran ist halt logisch. Supercell überlegt, wie sie natürlich mehr Geld verdienen kann, ne? Mit dem Pass zum Beispiel. Das war der wichtigste Gedanke und der größte Punkt natürlich. Wenn wir eben diesen Pass für Geld rausbringen, dann ja, können wir damit eben die Umsätze wieder auf ein besseres Niveau bringen. Und ich sage ehrlich, ich verstehe, dass es wahrscheinlich nötig war, aber ich sag meine ehrliche Meinung, es ist super schade einfach. Es ist super schade, wir kriegen als Free-to-Play-Spieler trotzdem mehr, aber dieses Gefühl wird uns halt einfach in Zukunft verloren gehen, dass man den Pass eben für Geld kaufen kann. Trotzdem, sollte man es nicht zu sehr rumheulen, ist besser als, als wenn Browsers eben, keine Ahnung, was einführt. Ich weiß es nicht. Dazu ist der Pass ja auch doppelt so oft in Zukunft, aber hier finde ich halt den nächsten Punkt nicht so geil. Und zwar wird der Brawl Pass Brawler einfach rausgenommen. Also die Pässe, auch wenn sie 7 Euro in Zukunft kosten werden, enthalten keinen Brawler mehr. Das ist krass. Das ist wirklich, wirklich krass. Ich verstehe den Hintergrundgedanken. Und zwar muss man dazu natürlich für uns auf YouTube-Play-Spieler erstmal sagen, der Pass ist gar nicht mehr so interessant. Der Pass, also wir kriegen den Pass zwar nicht mehr, aber da der Brawl Pass Brawler gar nicht drin ist, verpassen wir da irgendwie auch gar nicht so viel. Aber ich weiß nicht, ich finde das irgendwie schade. Stattdessen sehen wir diese Early Access Pakete, wie bei Chuck. Das heißt, man kann den Brawler in dem Fall, glaube ich, 7 Tage oder 2 Wochen vorher kriegen. Ich weiß es gar nicht mehr. Für 24 Euro und bekommt eigentlich so einen Mini-Pass dazu. Also eine Menge Credits, Powerpunkte und vieles mehr. Ihr habt es ja vielleicht gesehen. Und beim Hyper-Charger ist es ja genauso. Die Hyper-Chargers kommen 2 Wochen früher raus und danach kann man sie eben kaufen. Ja, und ich sag ehrlich, ich bin hin und her gerissen. Ich finde das zum einen geil, aber ich finde es halt direkt doppelt ziemlich krass. Ich meine, wir haben zum einen diesen Pass, der natürlich jetzt schon Geld kostet, und zum anderen kostet der Brawler eben dann nochmal Geld wahrscheinlich in diesen Early Access Paketen. Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich hoffe eben einfach nur, und das wird die Zukunft eben bringen, deswegen können wir es nicht sagen, dass hoffentlich, und das fehlt nämlich aktuell sehr, einfach Brawler rauskommen werden, die vielleicht auch mal leicht freizuschalten sind. Ich verstehe natürlich, dass da ein hoher Druck ist, dass natürlich, wie gesagt, das Spiel natürlich performen muss. Aber wenn ihr euch daran erinnert, an die wirklich krassen Brawler, die gehypt waren, ich erinnere mich an eine Jackie, die super selten war, an eine Rosa, die selten war, an einen Edgar, der gratis im Shop war, oder an einen Stu, den man einfach im Trophäenpfad bekommen hat. Das waren so die meistgehypten Brawler, eben einfach, weil sie, ja, einfach so nice zu bekommen waren. Und das hat sie eben einfach so beliebt gemacht und so gehypt gemacht, wenn man einfach drüber nachdenkt. Das ist ja kein Zufall. Und da hoffe ich, dass wir natürlich einfach in Zukunft auch viele Brawler kriegen werden, die man auch wirklich gescheit freischalten kann. Denn das sind aktuell alle Seltenheiten, die wir sehen, oder alle Brawler. Wir haben insgesamt 8 Seltene. Wir haben 10 super Seltene. Dann haben wir so 12, 13, 14 Epische. Und es werden auch deutlich mehr Mythische und Legendäre werden, da natürlich alle Chromatischen auch eingeteilt werden. Und eigentlich gerade die super Seltenen und die Seltenen, aber auch ein bisschen die Epischen, wobei die Epischen gehen. Noch sagen wir eher die super Seltenen und die Seltenen. Da würde ich mich einfach freuen, und das fehlt mir ein bisschen, dass da mehr von diesen Seltenheiten rauskommen. Ich meine, es gibt die Seltenheiten und ich verstehe, dass nicht jeder Brawler natürlich so sein kann, ist gar keine Frage, weil dann, dann wird Brawl Stars eben einfach nicht überleben können. Aber sowas wäre einfach absolut geil, wenn man da irgendwas in der Richtung hätte oder vor allem geile Trophäen-Brawler vielleicht auch bringen würde, dass man vielleicht die sich doch erarbeiten muss. Allgemein müssen wir jetzt mal überlegen, was alles in den letzten 12 Monaten und der letzten Zeit schon alles passiert ist. Wir hatten erst die Megaboxen, die hier entfernt wurden.
Dann das riesige Weihnachtsupdate mit 3 neuen Brawlern und der Einführung von Credits und hier natürlich auch den neuen Trophäenpfad und Starpfad. Dann hatten wir im Februar wieder 2 neue Brawler und die Einführung von Masteries. Hier finde ich auch eine geile Idee, sind, um zu grinden. Dann haben wir im April schon wieder 2 neue Brawler und die Einführung von Bling. Und ich finde, das ist nochmal ein sehr entscheidender Punkt, ähnlich wie Credits. Konnten wir dann direkt mit Bling eben den Skin kaufen, den wir möchten. Das heißt, wie bei den Powerpunkten oder Credits können wir jetzt eben genau auswählen, was wir möchten. Können wie mit Münzen die richtige Star Power kaufen oder mit Bling jetzt genau den Skin, den wir möchten. Und ich sag ehrlich, auch das wieder so ein geiler Schritt und so gut überlegt einfach mal, wenn ihr drüber nachdenkt. Richtig geile Änderung. Richtig krasse Änderung eigentlich. Vor allem, wenn man die Skins feiert. Ich bin das ganz wichtig. Dann haben wir zum ersten Mal Stardrops bekommen und wieder mal einen neuen Brawler. Dann im September wurde zum ersten Mal Hypercharge vorgestellt. Und wir dürfen hier nicht vergessen, dass sie extra nicht Power Level 12 eingeführt haben. Das heißt, sie haben sich hier dagegen entschieden, irgendwie krass mal die Power Level zu erhöhen. Und das darf man ihnen auch echt nicht zu niedrig anrechnen. Das ist ein absolut wichtiger Schritt auch, dass sie eben hier nicht irgendwie sagen, ihr braucht Power Level 12, ihr müsst eure Brawler alle aufleveln. Denn das ist oft ziemlich anstrengend, aber ist natürlich auch für Brawl Stars irgendwie wichtig, da so eben natürlich auch wieder eine Menge Spieler auch ja, ihre Brawler upgraden oder auch irgendwie Power-Level-Angebote kaufen werden. Und die ganzen Hyper-Charges bringen neue Fähigkeiten ins Spiel für jeden einzelnen Brawler, bringen so auch wieder mehr Skill ins Spiel. Es werden so viele Sachen auch in Zukunft reinkommen und ihr könnt sie nach 2 Wochen einfach für Münzen kaufen. Ihr müsst nicht mehr Gems ausgeben. Wieder ein Feature, an was eben einfach jeder kommen kann, was einfach so geil ist, was einfach wichtig ist. Und dann das neueste Update mit dem Megaschwein-Event. Wir haben verrückte Modifikatoren und natürlich vor allem das neue Megaschwein, was ja praktisch eine bessere Megabox ist. Dann haben wir jetzt gerade im Spiel noch diese Kamera dazu bekommen. Wenn wir draufklicken, öffnet sich einfach der Starpark. Und wir haben dazu noch im Hintergrund die komplette Hintergrundgeschichte der Brawler und des Starparks am Laufen. Und was sie hier auf die Beine gestellt haben, ist einfach nur eine 10 von 10. Also wir haben Live-Kameras, bei denen immer wieder was passieren kann. Und wir haben einfach Codes, die eingegeben werden. Wir haben noch ein Telefon stehen, wir haben ein Tagebuch und wir haben schon wieder hier was nicht gesehen. Und jeden Morgen gehe ich hier einfach in den Starpark rein oder in die Kameras rein und will wissen, was passiert ist und will einfach wissen, was abgeht. Und das ist so eine Aufregung, die ich auch schon lange nicht mehr hatte, die ich übel geil finde einfach von ihnen. Dann wissen wir jetzt schon, dass wir wieder ein krankes Weihnachtsupdate bekommen. Das ist eigentlich so ziemlich mit das krasseste Update immer des Jahres, also vielleicht mindestens ein oder vielleicht 2 Brawler. Und wir wissen schon, dass wir diesen Cold Skin, einen absolut krassen Skin, auf jeden Fall gratis bekommen werden. Für das Weihnachtsupdate, das ist jetzt schon öffentlich und dazu bestimmt wieder ein krasses Feature. Powerliga soll überarbeitet werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel kommen könnte und wir auch richtig viel Bling bekommen. Das ist zumindest ungefähr so das Ziel, was man schon gehört hat. Also ich bin da super gespannt. Und dann wahrscheinlich Anfang 2024, also im nächsten Jahr, werden dann die kompletten chromatischen Brawler zu verschiedenen Seltenheiten, so Cordelius zum Beispiel zu Legendär oder auch Surge zu Legendär. Und dann wird eben die ganze Änderung stattfinden mit dem Brawl Pass und mit den neuen Preisen und so weiter. Ganz nebenbei werden nicht mehr alle Brawler zurückgesetzt, sondern nur noch eure Top 10 der höchsten Brawler. Und so sind auch kranke neue Trophäenrekorde möglich. So zum Beispiel eben auch die 100.000 Trophäen. Was ich damit einfach sagen möchte ist, es ist aufregend aktuell und super spannend, finde ich persönlich, was Supercell und Brawl Stars plant. Egal, ob wir jeden Schritt feiern oder eben auch nicht feiern, ich finde es einfach geil, dass sie eine ganze Menge machen. Und das ist eigentlich so mein aktuelles Fazit. Ich habe aktuell, ich glaube, man merkt es auch einfach, so viel Spaß und Lust auf Brawl Stars wie fast noch nie, muss ich ehrlicherweise sagen. Einfach natürlich, weil euer Support auch erstmal krass ist, muss ich ehrlicherweise auch sagen. Das ist insane, was hier abgeht. Aber vor allem eben einfach, weil man wirklich merkt, dass Brawl Stars sich um dieses Spiel kümmert. Dass sie einfach geile Ideen haben, dass sie viel umsetzen wollen und dass sie dieses Spiel am Leben halten wollen. Und klar, am Ende müssen wir vielleicht hinnehmen, dass dann auch ein Brawl Pass eben Geld kostet, weil es eben dafür sorgt, dass das Spiel so überlebt. Das persönlich ist mein Fazit. Ja, ich glaube, ich bin ehrlich gewesen. Ich finde es, wie gesagt, natürlich trotzdem nicht geil, dass es so passiert, wie es passiert. Das heißt, dass ich nicht jeden Schritt, den Supercell macht, super geil finde und optimal gelöst finde. Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob sie unbedingt zum Beispiel den Brawl Pass für Geld hätten machen müssen und natürlich auch diese Brawler mit den Early Access Paketen, was sie auch in Zukunft öfters bringen wollen. Ob das die optimalen Lösungen sind, weiß ich nicht. Kommt auch darauf an, wie sie es umsetzen werden, aber nachvollziehbar ist es. Und wenn es dafür sorgt, dass Brawl Stars überlebt, bin ich absolut happy. Und wenn dann so viel im Spiel passiert, dann bin ich noch mehr gespannt. Eure Meinung zu allen Themen wird mich extrem interessieren, deswegen unbedingt mal alles, was ich auch vielleicht vergessen habe, in die Kommentare schreiben oder was ihr zu den Themen denkt. Und abschließend mein Fazit. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Ich bin sehr froh, bei Brawl Stars geblieben zu sein. Ich habe unfassbar Spaß am Spiel und bin
So danken wir noch nie über eine unfassbar heftige Community. Und wenn ihr mich dabei begleiten wollt, würde ich mich auf jeden Fall über weiteren Support freuen. Ich werde dabei bleiben. Ich freue mich auf weiterhin geile Zeit mit euch. Bald 500.000 Abonnenten und bis dahin haut rein. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, Brawl Stars haut weiterhin einfach so unfassbar viel raus, wie sie aktuell machen. Update kommt wieder bald. Ciao.